Heutiges Thema: Ist denn hohe Reichweite toxisch? Viele Versicherungsvermittler, Finanzberater glauben, dass sie mit hoher Reichweite auch viele Kunden gewinnen. Doch das ist ein Irrglaube, weil viele Kunden stehen ja in den Augen der meisten Vermittler auch für hohe Umsätze und hohe Gewinne. Und das ist eben bei hoher Reichweite in der Regel eben nicht so. Du brauchst nämlich die richtige Reichweite, nicht eine hohe Reichweite. Eine hohe Reichweite allein bringt nichts, sondern auch die richtige Reichweite bei den richtigen Personen. Ja? Das heißt, viele Finfluencer, viele Versicherungsvermittler, Finanzberater versuchen mit einer hohen Reichweite irgendwelche Leute ins Beratungsgespräch zu ziehen und ziehen aber falsche Klientel an. Das bedeutet, das sind Menschen, die sind vielleicht finanziell, stehen sie nicht so gut da. Das sind Leute, die haben vielleicht nicht den absolut richtigen Versicherungsbedarf, den du gerne hättest als Vermittler. Du hast dann relativ viel Ausschuss, einfach unpassende Klientel, die du halt einfach durch irgendwelchen Fun-Content anziehst, ja. Und ich sage nicht, dass du keinen Content machen solltest, der funny ist, aber es ist halt ein schmaler Grat zwischen einem Clown und einem Unternehmer, der einfach dann hilarious Zeug erzählt, was halt auch am Ende des Tages sehr lustig ist, wo man auch drüber lachen kann. So, und das ist jetzt der Hauptglaubenssatz der Masse. Und was die Masse glaubt, das funktioniert einfach nicht. Und zwar die meisten Vermittler glauben, man braucht jetzt eine hohe Reichweite, um neue Kunden bei Social Media zu gewinnen. Das brauchst du nicht. Man kann auch mit einem YouTube-Kanal, wie ich den habe, mit irgendwie, keine Ahnung, 200 bis 500 Abonnenten, kann man im Jahr 1 Million Euro verdienen. Man kann auch am Ende des Tages mit einem kleinen Podcast, mit einer kleinen Instagram oder mit einer kleinen Facebook-Reichweite, mit einer kleinen TikTok-Reichweite, kann man einfach die richtigen Leute anziehen und die richtigen Leute im Endeffekt ins Beratungsgespräch bringen und mit denen Geschäfte machen. Ja? Das funktioniert nämlich halt anders als die ganzen Finfluencer das machen, indem sie, ja, hallo, ich bin der und der, und dann antworten sie als gleiche Typ, ja, ich bin, das musst du das und das machen und so weiter und so fort. Das ist einfach nur clownhaft. Ja? Premium-Kunden werden von Clowns angewidert. Premium-Kunden kaufen nicht von Clowns. Du kannst mit dem ganzen funny Sketch-Content kannst du keine Premium-Kunden gewinnen, weil die nehmen dich nicht ernst. Du brauchst auch eine gewisse Seriosität, du brauchst ein Mindestmaß an Vertrauen und die richtige Reichweite, damit dein Social-Media-Marketing klappt. Wir haben hier Leute, die machen schon auch ihre 500.000 Umsatz im Jahr und die kennt kaum jemand. Die haben nur ein paar hundert Follower, dafür halt aber die richtigen. Du musst dir immer vorstellen, so, stell dir mal vor, du hast 1 Million Reichweite. 1 Million Menschen kennen dich. Unter diesen 1 Million Menschen ist aber niemand, der mehr als 2.000 Euro netto verdient. Auf der anderen Seite kennen dich nur 1.000 Menschen, aber von diesen 1.000 Menschen verdient jeder über 10.000 Euro netto im Monat. Ja? So, jetzt ist die Frage, mit welcher Reichweite, mit welcher Zielgruppe verdienst du mehr, hast mehr Ertrag, mehr Gewinn in kürzerer Zeit. Natürlich kannst du mit einer Zielgruppe von 1 Million oder mit einer Reichweite von 1 Million, kannst du grundsätzlich irgendwann mal auch höhere Umsätze fahren. Du hast aber auch höhere Aufwendungen. Du hast einen höheren Aufwand, weil jeder Kunde ist nur ein Fünftel, vielleicht ein Zehntel so gut wie der Kunde aus der Premium-Reichweite. So, und weißt du was? Du musst ihn nicht zum Hampelmann machen, du musst ihn nicht zum Affen machen. Du kannst auch mit einer kleinen Reichweite, wie so einem Podcast hier zum Beispiel, kannst du mehrere hunderttausend Euro im Jahr umsetzen, mehrere hunderttausend Euro im Jahr Gewinn machen. Und du musst nicht hier irgendwie auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok 1 Million Reichweite haben. Es ist teilweise sogar einfach schädlich, weil du dich auf die falschen Themen fokussierst. Weil die Themen, die die Masse konsumiert, die Themen, die für die Masse wichtig sind, die sind nicht wichtig für absolute Premium-Kunden. Wenn du jetzt zum Beispiel Videos machst über PKV, werden die eher
weniger viral gehen, die werden eher weniger Millionen Reichweiten erzielen, weil private Krankenversicherung einfach für weniger Menschen relevant ist. So. Wenn du aber ein Video machst, wie funktioniert eine Kfz-Versicherung, wie funktioniert eine private Haftpflicht, wie funktioniert eine Zahnversicherung, dann wirst du vielleicht Millionen Reichweiten haben, weil das Millionen Menschen interessiert. Aber dann musst du auch an Tausende von Menschen private Haftpflicht verkaufen. Da musst du auch an Tausende von Menschen irgendwie Hausrat verkaufen oder Zahnversicherungen. So. Da bist du den ganzen Tag damit beschäftigt. Und ich habe diesen Fehler als Versicherungsmakler selbst gemacht. Ich habe mich auf die falschen Sparten, auf die falschen Zielgruppen fokussiert über Social Media. Und ja, ich habe sehr viele Kunden gewonnen, aber ich habe damit deutlich weniger verdient als die meisten meiner Coaching-Teilnehmer heute, die es richtig rum machen, indem sie über die richtigen Themen sprechen und sich damit die richtige Reichweite in der richtigen Zielgruppe aufbauen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, wie du mit relativ wenig Aufwand und sehr kleiner Reichweite sehr hohe Umsätze schreibst, mit sehr wenig Zeiteinsatz, dann komm zu mir ins Beratungsgespräch und wir sprechen darüber. Es ist kostenlos. Klicke hier unter dem Content auf den Link und vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und meinem Team. Und dann werden wir dir helfen, diese Herausforderung zu lösen. Und ja, vielleicht, wenn du schon auch eine hohe Reichweite hast, helfen wir dir daraus, die richtige Reichweite zu machen, mit der du beste Kunden anziehst und nicht dich schon wieder ärgern musst, weil ja, die Kunden bei dir vielleicht abgeschlossen haben, aber dann wieder nach 2-3 Monaten storniert haben, weil einfach das finanziell nicht passt. Bis dann, dein Leidenschaftsmittel.